Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Anno 1800. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, und wir haben wieder einiges zu tun. Das ist gleich die nächste Folge in der Aufnahmesession seit der gestrigen beendeten Folge. Ich habe nur den Blickwinkel ein bisschen geändert. Allerdings haben wir was Gleiches vor wie in der letzten Folge. Zuerst mehr Investoren anlocken. Das nächste ist, dass ich dann vielleicht, wenn noch ein bisschen Zeit bleibt, ich bin mir ziemlich sicher, es wird noch ein bisschen Zeit bleiben, dann werden wir mal mit dem Museum anfangen, weil die Königin wünscht sich ein Museum und wir werden ihr ein Museum bauen. Ich habe auch schon ungefähr einen Platz ausgewählt, den ich gerne hätte, aber das schauen wir sich dann gemeinsam genauer an. Gut, dann das nächste ist, wir haben ja drei Schiffe rübergeschickt, damit sie die Fregatte zerstören, damit wir für Beryl die Quest abschließen können. Das werden wir auch gleich machen, aber zuallererst nochmal tauchen. Vielleicht haben wir ja Glück und wir bekommen ein episches Instrument, einen epischen Gegenstand. Aber Gold haben wir halt zumindest mal. Gut. Schickt mir das Schiff da jetzt her, dann soll er das ausladen. In der Zwischenzeit. Was will sie jetzt? Was? Ah, bauen sie ein Museum und stellen sie das Kabaun-Zepter aus. Ja, das könnten wir eigentlich erfüllen, diesen Wunsch. Allerdings werden wir jetzt noch gemeinsam hier ein paar unaussprechliche Schrecken erwarten. Aha, die Expedition meldet sich auf. Wir werden jetzt noch schnell mal ein paar Ingenieure darüber verpflanzen, damit wir die dann auch gleich wieder upgraden können und noch mehr Investoren bekommen. Ja, wir brauchen sowieso ziemlich viel Investoren und ziemlich viel Ingenieure. Wir brauchen eigentlich von allem viel, weil wir haben ja, oder wir wollen ja auch die Weltausstellung bald hier bauen. Und da brauchen wir ziemlich viele Leute. Ich glaube, das sind erstens mal eine Menge an Investoren, die dann überhaupt da sein müssen, also die wir generell brauchen. Und ich glaube, wir brauchen dann auch ziemlich viele Ingenieure. Was reiße ich da jetzt ab? Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Und bau da mal so ein bisschen Baumgedöns hinein. Ah, das heißt, die Schiffe sind drüben angekommen und wir werden die gleich mal in Auftrag geben, dass sie die Fregatte zerstören. Da ist das Schiff. Das ist gut. Inaktives Schiff. So, nochmal die Admiral Kaunitz. Bereit machen zum Feuern! Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. So, haben wir das in Auftrag gegeben. Die sollen da jetzt auf Jagd gehen. Wo auch immer sie sind. Schauen wir mal, wo sind sie gerade? Ja. Wie gesagt, das glaube ich eh schon mal in einer Folge erzählt. Die beste Strategie ist, die nicht im Verband loszuschicken, sondern alleine loszuschicken. Dann blockieren sie sich nicht gegenseitig und ja, irgendwann treffen sie nacheinander ein und bekämpfen dann natürlich das feindliche Schiff. So, dann zurück nach Cap Trelawney. Dort haben wir ja noch ein bisschen was zum Umsetzen. Aber keine Angst, ich werde da jetzt nicht alles umsetzen. Allerdings möchte ich gern noch die Reihe hier abschließen. Die lassen wir jetzt. Die heben wir sich mal im Talon da auf, damit wir dann in weiterer Folge nie eine Unterversorgung an diesen besagten Herrschaften haben. Gleichzeitig werden wir hier mal upgraden. Das müsste auch reichen. Und hier können wir eigentlich auch upgraden. So, sind die auch mal dran. Gut, dann haben wir das soweit erledigt. Das Schiff sollte in der neuen Welt jetzt schon bald den Kampf aufgenommen haben. Was hast du für ein Problem? Fehlende Eisenbahnschiene zum Ölerhafen. Hä? Was habe ich jetzt gemacht? Ja,
schert das nicht durchs... Habe ich jetzt einen Denkfehler oder fährt das Schiff? Ah, fährt das Schiff, fährt der Zug? Ein Kollege hat mir eine universelle Rechenmaschine gebaut. In der Wissenschaft interessieren uns Dinge. Kann das hinten nicht rausfahren? Okay. Dachte, die können hinten rausfahren. Möglicherweise ein Denkfehler. Habe ich das verkehrt angeschlossen? Nee, das sieht doch vorne wie hinten gleich aus, oder? Okay, dann wollte das so angeschlossen haben, offensichtlich. Öl haben wir ja genug. Also dann an die Arbeit. Das arbeitet auf Hochtouren. Und dem fehlt Öl. So, kriegen wir jetzt da Öl? Ich meine, ja, es freut mich, dass das Ding produziert, aber das ist jetzt nicht irgendwie in meinem Interesse, dass das zweite da stillsteht. Ah. Filmbar. Ah, die müssen wir dann auch noch rüberschicken, das hatte ich auch ganz vergessen. Gut, ja, das ist gut zu wissen. Ich räume da mal aus. So, das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Das kann man sich auch aufheben. Ja, das kann man ruhig auch aufheben. Das nehmen wir mit. Den können wir verkaufen. Nehmen wir das Schiff da mal rüber. Wenn es dann da ist und ich dran denke, verkaufen wir das Zeug. Ich werde offscreen mal ein paar Schiffmissionen machen und werde dann die Ausbeute zeigen, die wir bekommen haben. Aber das ist zu langwierig für ein Let's Play. Klar können wir es hin und wieder mal machen, so wie letzte Folge. Aber ich glaube, es ist einfacher, wenn ich das offscreen ein bisschen unternehme. Aber ich will jetzt nur wissen, was dieser Zug hier macht. Ich wollte schon wieder Schiff sagen. Ich will jetzt wissen, was dieser Zug hier macht. Er fährt da rein und liefert. Hier haben wir jetzt 87 von 100 Öl drin. Hier haben wir 0. Das heißt, theoretisch müsste er die 100 abladen und müsste mit 14 wieder weiterfahren. Und in der Zwischenzeit kann er hier die 14 abgeben. Oder wie soll ich das verstehen? Ich muss mir das jetzt mal anschauen, dass ich das verstehe, wie die Taktik hier von diesen Zügen ist. Er ladet ab. 80 Öl. Wird mit 14 raus. Okay. Muss sowieso wieder da durch. Ladet wahrscheinlich jetzt dann nochmal welche ab. Ne, jetzt fährt er ganz durch. Da soll sich mal einer auskennen. Spielstand gespeichert. Aber gut, solange es funktioniert, gefällt es mir. Ich habe nur mal kurz gedrückt, weil es mich interessiert hat. So, schauen wir mal in die Expedition hinein. Ich kenne mich nicht so mit Menschen aus wie Sie.
Zusätzliche Erfolgschance, na bitte, plus 50, das machen wir doch glatt. Archäologische, zoologische noch dazugekommen. Gut. Okay, jetzt haben wir es lang genug angeschaut und verstanden. Jetzt gehen wir mal schnell in die alte Welt. Ah, nicht in die alte Welt, in die neue Welt und schauen, ob die Quest schon fertig ist. Beweis der Zerstörung. Bereit zum Einsatz. In die alte Welt. Neue Befehle. In die alte Welt. Ja, das gefällt mir. Haben wir an Bord und wo müssen wir hin? Wir müssen hier hin. Gut, dann soll er sich, sie meldet sich eh automatisch. Hier sind die Lager auch hoffentlich voll gefüllt mit Kaffee und so Sachen und Schoki. Schoko. Kaffee. Perfekt. Gut. Die alte Welt einen kurzen Blick noch werfen. Brauchen wir irgendwas? Nein, brauchen wir nichts. Das mit den Waren dürfte funktionieren. Das mit den Waren klappt soweit. Sieht gut aus, Verkaufswaren. Das mit den Brillen pendelt sich auch ein. Die Zigarren. Warum nehmen die Zigarren so stark ab? Nehmen die Zigarren so stark ab? Wie sieht's denn da aus? Hier haben wir so viele Zigarren, drüben haben wir so wenig. Das heißt, mal die Routen begutachten. Das mit den Zigarren, da haben wir nur mehr einmal Zigarren, das darüber geht, genau. Und die Zigarren aus der neuen Welt. Welches Schiff liefert Zigarren aus der neuen Welt? Okay. Was du heute kannst besorgen. Gut, die Quest ist abgeschlossen. Ich muss aber sowieso in die Welt nochmal rüber. In die neue Welt. Ich weiß, es wird immer das, was man nicht unbedingt machen möchte, muss man dann erst recht machen. Ja, die lasse ich lieber noch. Mir ist es jetzt hier um Beryl gegangen, damit ich ihr da ein paar Sachen wegkaufen kann. Mir ordentlich Geld in die Tasche schwemme, sozusagen. Und jetzt aber das Problem habe, dass ich da irgendein Zigarrenproblem habe. Das schauen wir sich jetzt mal schnell an. Hat sie zufällig ein Handelsschiff? Ja. Sie hat ein Handelsschiff, das gefällt mir, das nehmen wir gleich. Hat sie zu? Nein. Nicht verkaufen. Hat sie rein zufällig? Rein zufällig eine Schiffsschraube. Was ich da jetzt an Items verwürfelt habe, die ich nicht gekauft habe. Eigentlich ein Sakrileg, aber ja. Ja, es sind halt gewisse Dinge. Ach, da ist sie. Endlich eine Schiffsschraube. Die will ich haben. So, jetzt haben wir die Schiffsschraube. Die Wildtaube kommt ebenfalls auf diese Route. Ich bin so froh, dass uns jemand beisteht. Genau. Da kommen die Zicken. Ah, wo ist die Wildtaube? Da ist die Wildtaube. Spielstand gespeichert. So, dann schauen wir sich das noch einmal schnell an. Und zwar 276 Zigarren. Wie sieht es da drüben aus? Ich hoffe, da drüben liegen nicht irgendwelche Zigarren, die wir dann nicht brauchen.
Hallo? So, erhellend Zigarren. Aber das ist von den Festen wahrscheinlich. Zigarren und Sekt. Haben wir da eine Route, die Zigarren und Sekt rüberbringt? Aber das könnte man ändern. Und zwar möchte ich, dass du in Albatros lädst du Zigarren auf und lädst sie hier aus. Die Finsternis. Wo ist dieses Schiff gerade? Es ist da unten. Das heißt, das muss theoretisch hier irgendwo sein, das Schiff. Da ist sie. Tran einhalten. Okay, die Finsternis hat also Ressourcen. Die Frage. Frachtschiff steht bereit. Nochmal die Route. Ja, das passt so. Das lassen wir so. Und was wir noch machen, was wir noch machen können, ist, dass wir das lassen wir automatisch. Was wir aber noch machen können, ist, dass wir sagen, wir wollen mit einer Handelsroute. Da machen wir noch eine Handelsroute. Route einrichten. Eine Charterroute. Und dann nehmen wir den Sekt hier auch noch mit. Von hier nach hier. Alles. So. Müsste eigentlich jetzt ein bisschen geholfen haben. Weil dieser Sekt kann nur. Genau, Sekt und. Kann nur von. Von einem Fest kommen. Ich wüsste nicht, dass wir hier Sekt produzieren. Oder wer hier Sekt und Zigarren extra produziert. Ich meine, wir können die Handelskammer mal schnell noch durchschauen. Ne, Kartoffeln, Trauben, Tabak. Kartoffeln, Trauben, Tabak. Kartoffeln und Trauben müssten wir hier auch überschüssig haben. Trauben. Tabak. Ha! Das heißt, wir kaufen noch ein Handelsschiff. Nehmen Tabak und Trauben mit auf. Eins kaufen wir noch. Hat sie noch eins für uns? Ist nicht gekommen, um dich uns anzusehen. Ich werde sie in den Feldern. Leider nicht. Meine Brüder und Schwestern. Leider hat sie keines. Ah, aber das ist nicht so schlimm. Die alte Welt. Wir kaufen uns. Hat er jetzt vielleicht eins? Der ändert da seine Ausbeute auch nie wirklich. Sehen Sie, ich fertige gerade einige Schnitzereien an. Die gesamte königliche Familie im Stile eines sommerlichen Ausritts. Ein Geschenk für Ihre Majestät. Aber verraten Sie nichts. Ich würde gerne deine Schiffe kaufen. Jedes Schiff braucht
Ihre Majestät. Spielstand gespeichert. So, dich verkaufe ich gleich wieder. Oh, ich wollte gerade ein wenig durchlüften. So, wenn die da so träge herumfahren, gebe ich noch ein Frachtschiff in Auftrag. Neue Lieferung. Ich biete Ihnen wie welch höchst. So, kaufen wir auch. So, dann haben wir jetzt wieder bald hoffentlich ein neues Sortiment. Da unten produzieren wir gerade ein Frachtschiff. Das ist gut, weil das brauchen wir für Trauben und Tabak. Was mich aber dazu führt, das muss ich mir aber jetzt notieren. Das notiere ich mal jetzt wirklich, und zwar Trauben und Tabak, neue Welt, denn wir können auch gleichzeitig Zigarrenmanufakturen aufstellen, das heißt, wir müssen sich mit dem auch wieder beschäftigen, dass wir mehr Zigarrenmanufakturen haben, wenn das Ganze so viel Rohstoffe bietet. Gut. So, jetzt haben 21 Minuten eigentlich ein bisschen da Zeit herumgebastelt. Mit der Zeit herumgebastelt, sage ich jetzt mal. Noch einmal kurz in die neue Welt. Weise uns den Weg zum Horizont, wo die Flamme der Freiheit brennt. Du fährst bitte auch zurück in die alte Welt. Nein, ich will ganz keine ehrlich, Quests für dich machen. Hat La Corona dich in der. So, dann haben wir das. Jetzt zurück. Das funktioniert, das soll dir den Sekt mitnehmen. Das pendelt da hin und her. Ja, lassen wir das so. Es ist egal, ob das jetzt dort oder dort hin und her fährt. Ja, das klappt schon. Zukünftig werden wir halt 2-3 Schiffe auf jede Linie raufsetzen müssen, um das effektiv zu betreiben. Aber so wie es jetzt läuft, läuft es eigentlich gut. Und das nutzen wir natürlich aus. So, jetzt aber Cap Trelawney. In den letzten Spielminuten sozusagen. Werden wir dieses Museum bauen? Wo werden wir das denn hinstellen? Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob die Weltausstellung hier nicht schön aussehen würde, da oben. Das heißt, wir könnten theoretisch eigentlich das Museum hier hinsetzen. Jetzt weiß ich, was mir fehlt. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Und zwar ein Besucher-Key. Ich habe auf unserer Hauptinsel den Besucher-Key abgerissen, weil er nicht benötigt wird und nur Geld gekostet hat. So, Besucher, okay. Kommen halt dann da zwar in den Slums an, aber das soll uns nicht weiter stören. Das können wir dann immer noch schön ausbauen. So. Damit sie nicht ganz so meckern und meinen, das ist ekelhaft, wo sie da gerade ankommen. Machen wir das im Park hin. Zypresse oder große Zypresse? Sieht doch gut aus, oder? Sieht schön aus. Da vielleicht noch. Das erste. Ja, das sieht gut aus. Das gefällt mir. So lassen wir das, dass wenn die ankommen, dass die da ein bisschen was sehen. Wir sollten hier eigentlich noch immer keine Probleme mit der Umweltverschmutzung und mit Unorten haben. Das heißt, wir haben genug Natur, wir haben Kultur und so weiter und so fort. Wir sind bei, wie viel haben wir da jetzt? 902 von 1000. Na bitte. So, jetzt aber. Das Museum. Wo ist das Museum?
könnten wir eigentlich neben die Universität bauen. So. Wie viel könnten wir bauen? Also wir haben eine Modulbegrenzung von 100 und die werden wir, glaube ich, nicht brauchen. Ah, jetzt sind wir schon im Einfluss drinnen. Ist egal, dann lassen wir das so. Machen wir das so. Haben wir ein bisschen an Einfluss investiert. Das passt schon. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Ja, das muss ich mir vorher noch ansehen. Neben all den anderen Spitznamen haben wir begonnen, sie unseren Meister zu nennen. Also die Glücklichkeit ist in Ordnung, wir werden aber trotzdem das immer wieder so machen. Die Menschen lieben sowas. Natürlich wissen sie, damit wir das effektiver gestalten können. So, wo ist denn jetzt eigentlich dieses Teil, was sie uns da gegeben hat? Das hier. Sie haben an Einfluss verloren. Er ist abgeschlossen. Wir werden von nah und fern anreisen, um einen Blick auf das Kapaunzentrum zu erhaschen. Das wichtigste Insignium unserer Autorität als Herrscher. So, dann nehmen wir zuerst natürlich noch die ganzen epischen. Bestaunen Sie das Kapaunzepter. Die Ausstellung, in der das Kapaunzepter zu sehen ist, von dem es. Genau, Extrablatt, Extrablatt. Bla bla bla, ich lese dir das jetzt nicht vor. Und ich bin sicher, all diese Schätze werden sehr gut bewacht. Natürlich werden sie sehr gut bewacht. Und lass dir ja nichts einfallen. All diese Schätze werden sehr gut bewacht. So, gut. Funktioniert. Mein pflichtbewusster Streiter, habt unsere Träume, die Träume einer Königin, wahr werden lassen. Wir hatten euch betreffend unsere Vorbehalte. Zu Unrecht. Ihr habt euch meines Vertrauens als würdig erwiesen. Gut, dann haben wir das auch. Wie haben wir jetzt? 1339 wir Einfluss. Immer geglaubt, oder 1339 Attraktivität. Der Schlacht von Trelawney gewesen zu sein. Stattdessen war es allein Nadaskis Verdienst, der ihm eine große Schmach ersparte. Ich meine, man könnte jetzt natürlich noch das mit dem Museum ein bisschen anders machen, indem wir das versuchen, ein klein wenig abzugrenzen. Aber es ist sowieso egal. Oder irgendwas? Laubbaum, Ulme. Mach mal Laubbäume. So. Geld hätten wir ja. Sieht gut aus, gefällt mir. Gut, ordentlich hinaufgepusht. 645 Kultur. Ein paar Ornamente haben wir auch platziert. So, das Museum ist fertig. Das Feuerwerk ist prächtig, das gefällt mir. Und ja, einiges weitergebracht. Schauen wir sich das Schiff noch an. So. Inaktive Schiffe. Du fährst bitte auch wieder da zu den anderen zurück, die da irgendwo stehen. Maschinen laufen an. Ah, die Admiral Kaunitz kommt auch da Schiff zurück. Vom Stapel gelaufen. Habe ich zwei Schiffe in Auftrag gegeben? Okay, darum kümmere ich mich dann in der nächsten Folge, beziehungsweise werden wir das dann mal offscreen ansehen, damit ich da jetzt nicht ein bisschen durcheinander komme. Die Mondschatten steht auch da und die Mondschatten geht selbstverständlich auch hier wieder auf die Position zurück. So, jetzt aber. Cap Trelawney mit diesem schönen Feuerwerk.
Postkartenansicht. Das sieht gut aus. So, damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Wir haben einiges geschafft. Wie versprochen, ich wollte das Museum bauen. Wir haben das Museum gebaut. Wir haben es ordentlich vollgestopft mit guten Items. Wir haben die Questaufgabe abgeschlossen. Wir haben zwar heute nicht wirklich auf Investoren gesetzt. Das heißt, das machen wir dann in einer der nächsten Folgen. In diesem Sinne, wenn sie dir gefallen hat, die Folge, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Anno 1800. Servus.